Aber ansonsten nicht so der Hit. Söldner Doppelschwert. Klingt schon besser als Doppeldolche. Bei Doppelschwert geht man wahrscheinlich eher auf Stärke, oder? Nee, auch auf Baby. 108 und hier haben wir 99 plus 32, also macht mehr Schaden, kann man sagen. Ja, gut, aber... Kohle von Farron. Aber was für ein Schmied, da freut er sich bestimmt. Und da warten wir noch ab mit. Und wir haben schon wieder so viele Souls. Hätte ich nur Handwerker. Ja. Ach, die Leute. So, hier ging es ja nicht rein. Gab es hier irgendwie einen Geheimweg? Nur, ne? Ich glaube nicht. So, eigentlich müssten wir uns jetzt mal durchs Wasser looten. Sache ist die, seht ihr den da hinten? Ich glaube, der sieht das anders. Mhm. Holy fuck. Oh, ich leg mich einfach mal mit dem an. Alter! It's like a truck! Alter! Jetzt nicht rumfällen, Alter. Jetzt steht er da nur rum und blubbert. Nein, nein! Ach komm, Mann. Echt jetzt? Nur weil die alte nicht läuft, Alter. Ernsthaft. Ist er wieder voll, richtig? Oh Mann, ey. Was läuft die Alte denn noch nicht, Alter? Mal ernsthaft. Ja. Alter. Guck mal, er hat ihn gefinisht, nicht ich. Oh, wie beschissen das ist, Mann. Was schleicht die da so rum? Ist doch klar, dass er dann abhauen kann. Ist mir egal, ich will es einfach looten. Voll frustrierend, sowas. Hi. Wir werden jetzt wohl oder übel hier sterben. Also mal zusehen, dass wir hier an Land kommen. Ist, glaube ich, eine meiner... Oh, oh. Glaube ich, eine meiner Lieblingsrüstungen. Und zwar... Ja, Helm des gefallenen Ritters. Finde ich richtig geil, die Rüstung. Sieht einfach super nice aus. Wir gucken mal, was das Gewicht dann macht. Oh, es reicht sogar das Gewicht, lol. Guck mal, sieht einfach gut aus, finde ich. Hier wartet jetzt wieder ein knüppelharter Kampf auf uns. Gegen zwei Gegner, jawohl. Einen schnellen und einen langsamen. Das Blöde ist, dass wir hier nur mit einem Estus sind, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Eigentlich ist es aber ganz authentisch, weil so sieht Dark Souls PvP nämlich aus. Man wird gegankt.
Ich gönne mir erstmal den Loot. Da sind wir mal ehrlich, das schaffe ich gerade nicht. Nicht so. Naja, das schaffe ich so gerade nicht. Hat's vergessen. Die vermöbeln mich, die Jungs. Die Rüstung sieht super nice aus. So, mal kurz an Land geflüchtet. Laufen wir zum Bonfire. Köter! Dreckiger Köter. Das war so klar. Aber egal, wir sind hier in der Nähe vom Bonfire. Oh, ich muss so pinkeln. Na? Dann kommt mein Kater angelaufen. Na? Na, komm. Komm hier. Komm. Komm hier. Wie süß er gerade angelaufen kam. Dann guckt ihn an und sagt, na, und er freut sich direkt und rennt los. Ach, Tiere sind so süß. Nicht wahr? Ich bin erschrocken, aber er ist nur die Flasche umgeschmissen. Petika, komm. So, irgendwo hier sind wir gerade abgenippelt, hier unten. Jupp. Nicht nur irgendwo hier, sondern genau hier. Wir müssen uns natürlich noch mit den beiden Typen battlen. Einzige Problem gerade ist, ich muss so pinkeln. Deswegen wird die Aufnahmesession auch nicht mehr so lange gehen. Man könnte natürlich pausieren, aber ich würde dann auf Desktop gehen, um zu gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Und wenn ich auf Desktop gehe, um zu gucken, ob die Aufnahme noch läuft, ist alles kaputt. Ne, hier will ich gar nicht hin. Leider Gottes ist das nun mal so. Mit einem Monitor. Ein ganz brutales Leben. Was ist, wenn ich den Pfeil und Bogen Body pulle? Ich meine, wir sind ja gerade nicht auf 70. Kann ich den Bogen aus... Nee, kann ich nicht. Ah, damn. Aber gerade läuft nur der eine los. Es kommt echt nur der eine gerade. Das war ein geiler Move von ihm. Dicker, ich sag's dir ungern, aber dass du da runtergefallen bist, ist nicht gut. Für uns beide nicht. Für dich noch weniger, du bist jetzt nämlich tot. Verbannten Großschwert, jetzt kommt der andere Dude, der ist natürlich ein bisschen pisst. Aber wir müssen aufpassen wegen... Genau, wegen diesem Riesenviech. Wo ist der Typ jetzt runter? Ah, da kommt er. Okay. He looks angry, Alter. Was? Get wrecked? Ich glaube, die respawnen aber nicht. Also er ist jetzt so oder so alleine. Oh, halt durch, Blase. Halte durch.
Wir schaffen das gemeinsam, Blase. Nur du und ich. Ganz schön fies, wenn die respawnen würden, aber tut er nicht. So, du gegen mich. Okay. Fuck. Okay, jetzt geht er in den Agro-Mode. Gibt ihn gar nicht unser Hieb. Das lässt du schön, Freundchen. Und gute Nacht. Jetzt bekommen wir auch die Riesenkeule, die nächste gute Stärkewaffe. Dann kriegen wir nur Stärkewaffen, ne? So, hier geht's, glaube ich, ins nächste Gebiet sogar. Ist natürlich nicht das, was wir wollen. Ah, sieh mal an. Oh, doch nicht. Schade, ich dachte, ich komme jetzt hier rein. Nee. Frage ist, holen wir uns kurz das Bonfirechen? Ich glaube schon, ne? Das machen wir. So, das holen wir uns kurz. Zack. Und wieder hoch. Boah, ich mag die Rüstung so. Hat irgendwie was von Aragorn, oder? Findet ihr nicht? Als Streicher? Vor allem diese Muster am Arm passen irgendwie zu dem Schild. Wollte ich nur mal sagen. Fällt mir gut, unser Charakter, optisch. So, da haben wir noch Looty-Loot. Weil wir sind tot. Wir machen gute Fortschritte. Ach, da kommen wir ja gar nicht hin. Da müssen wir von oben. I see, I see. ...11.000 haben wir gerade. Ich glaube, da hinten mal rein. Oh, warte, hier haben wir auch noch Loot. Hier zu sterben wäre aber halt ungeil, ne? Eine Blüte. Kommt schon so gierig an. Hier sollst du nicht reinkommen. Eisenring? Kann ich mich trauen zu gucken, was der kann? Oh, ich muss so pinkeln. Das ist der Wahnsinn. Aber einen Ring können wir noch ausrüsten. Weisenring verstirbt, verringert Zauberwirkzeit. Cool. Welchen können wir denn mal noch anlegen? Wird Schadensverminderung bei geringem TP. Verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Wir legen den einfach mal an. Und hier bekommen wir Zauberer, Rüstungskram, Gedöns, Dingsbumsel. Oh oh. Hallo. Ein Langschwert bekommen wir. Okay, GG. Hat sich bestimmt für dich gelohnt, der Move? Nicht? Komplett zerschmettert haben wir den. Aber trotzdem müssen wir mal einen Drink zu uns nehmen. Hier können wir uns runter droppen lassen. Was genau uns das bringt, weiß ich gerade noch nicht. Wir machen es einfach mal. Hier kommen wir zu dem Loot, ne? In der Opferung. Ist aber gar nicht der Loot. Ist ein anderer Loot gewesen, aber
Loot ist immer gut, nehme ich. Ich hatte übrigens die andere Echse geholt gehabt. Noch gefehlt hat, aber auf Video tatsächlich. Muss dich looten, nur, ne? Du liegst jetzt aber so rum. Yes, sie liegt da einfach so rum. Mich verarschen, Mann, dass dieser kaputte kleine Holzschild mich blockt. Obwohl, ein Witz. Wie viel Durchschlag haben wir bitte? 0,01 oder was ist hier los? Vorsicht vor rechts. Hi. Oh, fuck. Da sind wir auch voll ins Getümmel gefallen. Stab des Ketzers. Huiuiui. Ich hab echt gedacht, das zerlegt uns jetzt. Dachte, das bricht uns jetzt die Beine, dieser Move. So weit, so gut. Glaube ich. Hier ist auch noch Loot. Achso, das war ja da unten, wo es noch lang ging, wo wir auch nicht lang gehen wollten. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sehr verwirrt. Ja genau, hier war die Echse. Hier waren wir dann rübergelaufen. Ich muss mal kurz den Rücken jucken. Mein Rücken juckt. Ich muss immer noch pinkeln. Ach, wir haben 13.000 Souls. Das war die 13.000 Souls. Die zu verlieren wäre schon ärgerlich. Oh, ich muss so pinkeln. Kennt ihr das? Wenn ihr voll pinkeln müsst, aber ihr wollt einfach nicht aufhören. Ich möchte noch ein bisschen weiter Fortschritt machen hier. Jetzt ist das ja, wo es unten reinging, ne? Dann ist das hier der andere Weg, okay. Holen wir uns hier einmal kurz den Loot. Bla 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 bla. Ja, war nicht konzentriert genug. Eine Esso-Scherbe. Das ist doch netter Loot. Na du. Alter, zwei von denen. Okay. Jetzt gerade erstmal nur einer aufgestanden, warum auch immer. Ich glaube, so soll es eher nicht sein. Ich glaube, die sollen schon zu zweit angreifen. Alter. Oh, bitte nicht, Mann. Alter! Da hingen wir irgendwo fest, dass wir nicht gehittet haben, Mann. Wie oft uns das schon beinahe die Beine gebrochen hätte, dass wir irgendwo festhängen. Eieiei. Okay. Jetzt können wir hier quasi wieder rein. Hier waren wir jetzt quasi überall, oder? Also können wir eigentlich wieder rüber. Haben auch dort zwei Estus, also... Wir werden hier nur noch ein bisschen rumexploren, sag ich mal. Und dann, und wir haben sowieso bald vom Acker. Ich muss eh pinkeln. Da geht's runter, da wollen wir aber nicht runter, da waren wir nämlich schon. Oh, hallo. Uhuhu. Stab des Zauberers, sehr gut. Kommst du, bitte?
Weil da steht noch ein Magier, der auf mich castet. Hallo. Okay, das ist dein Teammate. SMP, ich kann verstehen, wenn man neu in dem Spiel ist, aber... Ja, das hat man davon, wenn man redet, ne? Ich kann verstehen, wenn man neu in dem Spiel ist, weiß man das noch nicht. Ich weiß noch. Ich habe auch immer Teammates angeschossen. Nee, Kollege. Na, macht es Spaß hier mit Seelensperren um dich zu werfen, mein Freund? Ja, mein Dicker. Er wartet auf mich. Was noch auf mich wartet, ihr wisst es. Das Badezimmer. Aber sowas von. Wo geht's denn hier hoch? Ja, hier nicht. Ich Idiot. Oh, jetzt sind wir wieder hier, jetzt müssen wir erstmal wieder hochlaufen. Einmal rum und dann wieder rüber. Sollte ich jetzt natürlich überhaupt nicht gehen müssen, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Eigentlich haben wir ja so gut wie alles erforscht. Außer eine Stelle. Oh mein Gott. So. Ich glaube, so blöd, dass ich da gar nicht mehr hinfinde. So, hier rüber war das, ne? Ne, war es nicht. Da lang war das. Da geht's hoch, habt ihr gesehen? Ja. Da geht's nämlich hoch. Okidok. Hallo. Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. Bitte um Unterricht in Zauberei. You'd better not. Sorcery is not for everyone, and should never be forced. You have your own methods. Sorcery need not be one of them. Don't let it bother you. Be on your way then. You're unkindled. Shouldn't you get back to your duty? So, er kommt jetzt nicht mit uns mit. Problem ist, dass wir nur 8 Intelligenz haben und wir brauchen, glaube ich, mindestens 10, damit er mit uns mitkommt. Oh. I thought you'd... Well, nothing has changed. You're not inclined for sorcery. It is either a natural fit or no fit at all. Be on your way then. You're unkindled. Oh. Well, it is beyond your... Okay, das ändert sich also nicht. Ja, wir werden leider auf 10 entgehen, um den NPC zu holen. Ist natürlich tragisch. Aber das ist nun mal etwas, was wir tun müssen. Wir müssen diesen NPC holen. Geht gar nicht anders. Du hast Käferkügelchen. So. Wenn mich nicht alles täuscht, geht's da lang zum Boss und wir haben noch genau ein Estus. Wir haben aber gut geklärt hier. This is what matters, man. Also es lief echt gut. Aber jetzt müssen wir uns erstmal zurückziehen. Wir können nochmal gucken, ob im Wasser nochmal irgendwo Loot war. Aber ansonsten gibt's den Boss erst in der nächsten Aufnahmesession. Wo ich gar nicht mal weiß, wann die sein wird. Ich habe ja morgen Besuch und abends dann noch quasi zum TS verabredet. Ich weiß gar nicht genau, wann ich dann aufnehmen soll. Morgen wird wahrscheinlich ein Tag, wo ich nicht aufnehme. Was ganz gut ist, ist, dass ich ein paar Folgen im Plus habe. Nicht viele, so 3, 4 Folgen oder so. Da hinten ist noch Loot.
Hier sind zwei solche Viecher. 15.000 Zeugs haben wir. Jetzt loszuziehen für Loot. Es ist mutig. Noch bestimmt auch noch so Soul zum Benutzen, ne? Ja. Kommen wir auf 20.000 irgendwie? 2.400? Bis 1.000? Ah? Nee, nicht ganz. Ja, pass auf, dann machen wir es noch so. Setzen wir uns nochmal ran. Lass nochmal die Mobs respawnen. Dann machen wir hier erstmal an den Mobs, die hier rumlaufen. Machen wir erstmal unsere 20.000 Zeugs voll. Und gehen den Schlüssel kaufen. Dann holen wir noch den Loot im Wasser. Und dann hören wir auf. Ich glaube, das klingt okay. Zeugs geben die jetzt nicht. Das Gute ist, wenn wir dann da hinten sterben, ist ja Wumpe. Das juckt dann ja keinen. Wenn wir so 50 Zeugs oder so verlieren und die nicht wieder kriegen, dann ja, Dinge passieren. Wenn wir fast 20.000 Zeugs verlieren und kriegen sie nicht wieder. Wir haben gerade eine Pike bekommen. Nice. Bäh. Dann ist das nicht so YOLO. An die 3 jetzt reinzustürmen, halte ich für Selbstmord. Wo geht's denn hier hin? Waren wir hier schon? Ich glaube schon. Das ist eher gerade der harmlosere Weg, kurz ein paar Soul zu klären. So. Du noch und dann haben wir sie. Nein, nein, nein. Aber der eine hat gedroppt. Jetzt müssen wir uns mit denen anlegen. So. Denn unser Loot ist unser Loot. Punkt. Da gibt's auch nichts zu diskutieren oder sonstiges. So. Holen wir uns mal eben den Turmschlüssel für 20.000 Souls. Wir haben es ja dicke. Ah, die schönen EP. Sie werden mir fehlen. So, wo bist du, Bonfire? Da hinten, ne? Ja. So. Oh, ich mag die Rüstung. Habe ich das schon mal gesagt? Zwar reisen wir jetzt und zwar, oh Gott, ist das spät. Zum Feuerband. Ich glaube, man muss gar nicht, ne? Guck, hier unten ist immer der Feuerbandschrein. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer da links rüber gehe. Eine alte, schlechte Angewohnheit. Boah, ich hoffe gleich, wenn ich die Aufnahmen angucke, dass Ton da ist, dass Adobe es nimmt und dass 60 FPS haben wir ja zum Glück, dass einfach alles okay ist. Das wäre schön. Nein, dich brauchen wir nicht. Dich brauchen wir. Ah, well, how may I be? Du kannst uns mal eben deinen günstigen Schlüssel für 20.000 andrehen. Ashen One. Ah. So, für dich haben wir auch was. Ah, well, Matt, just good to see what needs me. Guck mal, erstmal kannst du das gerne machen. Aber noch eine? Was haben wir? 7? Sehr schön. Bitteschön. Oh, my.
This coal is from the Undead Legion, used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. Haha! So, Waffen verstärken? Können wir den Katana nochmal... Oh gut, wir haben keinen... Könnten wir schon, wir haben nur keine Souls mehr. 620 braucht das. Haben wir nicht mehr. Wir können zwar was verkaufen, aber ist ja keine Panne. Dafür machen wir jetzt kein Fass auf. Quatschen wir ihn nochmal an. Gaining admission to the Legion is a matter. Ja, hier hat sich nichts getan. Wir reisen und zwar zur Weiterkreuzigung. Da war nämlich noch Loot im Wasser, den wir uns holen. Eigentlich müssen wir den Boss auch noch gleich mit wegnatzen, aber nee, das machen wir heute nicht mehr. Den Boss heben wir uns für die nächste Aufnahme auf. Den fand ich übrigens verdammt schwer beim ersten Mal, der nächste Boss. So, furchtlos. Was soll passieren? Es laufen gleich nur zwei von diesen Viechern hinterher. Wo ist der Loot überhaupt? Oh, hier ist tiefes Wasser. Wir werden sterben. Gar kein Hackmeck oder so? Achso, ja gut. Ich bin froh, dass wir unser Zeug ausgegeben haben. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen. Wir wären zwar gut hingekommen, das ist nicht das Problem, aber es wäre trotzdem ärgerlich gewesen. So, wo war jetzt der Loot? Warum habe ich den gerade nicht mehr gesehen, als ich im Wasser war? Wieso sehe ich ihn jetzt schon wieder auch nicht? Hm? Nur weil er in die Richtung liegt. Genau in die Richtung, in die ich gucke, in die laufe ich jetzt auch. Auch die Mobs haben keine Ehre. Richtiger Spawn-Attack. Variante des großen Sumpfes, okay. Das müssten wir aber alles haben, ne? Glaube ich. Gut. Das ist gut, das passt sich gut. Gluck, gluck, gluck. So, machen wir kurz so. Oh, oder auch nicht. So, jetzt machen wir mal kurz so. So, jetzt kehrt hier Ruhe ein. Wir können noch mal kurz unser Equip überblicken. Aber sehr viel mehr ist da gerade nicht an Dinge eintauschen. Wir haben da halt unsere Dings und unsere Dingsbums und Dingsbums-Dings. Sonst ist hier nichts wirklich besonders interessant für uns. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Und ich hoffe gleich, wenn ich mir das angucke beim Rendern, dass alles so aussieht, wie es aussehen soll. Ja, so, ciao. Aufnahme sollte ich vielleicht beenden. Tschüss.